Hallihallo. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Assassin's Creed Mirage. Und wir schauen jetzt erstmal zur Geschichte Bagdads. Mal sehen, was uns jetzt wieder diese kleine Quest so an neuen Informationen geben wird. Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Neue Blickwinkel auf das Leben in dieser schönen Stadt. Und die Menschen, die darin ihr Zuhause gefunden haben. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja, ja. Ich bin ja quasi dabei. Hi. Alles in Ordnung. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne dein Gesicht nicht, doch du trägst unser Zeichen. Ich bin Neji, einer von Mentor Raihans Informanten. Ich bat um einen schwierigeren Auftrag, doch vielleicht war das ein Fehler. Was ist das Problem? Ich habe zwei korrupte Wachen dorthin verfolgt, wo sie bestochen werden. Aber ich kann es nicht mit beiden aufnehmen. Gut gemacht. Zusammen bekommen wir das hin. Folge mir einfach. Pass auf! Dieser Auftrag ist plötzlich sehr viel schwieriger. Ja, Knallkopf. Warum bist du hier dagegen gerannt? Wie hast du das geschafft, da jetzt dagegen zu rennen? Dein erster offizieller Auftrag als Verborgener ist abgeschlossen. Ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Dir mag es an den Nerven mangeln, um deine Ziele zu erledigen. Doch bei deren Verfolgung hast du dich äußerst geschickt angestellt. Vielleicht kannst du den Verborgenen doch dienen. Aber mit deinem Verstand statt mit deiner Klinge. Du meinst, indem ich Ziele identifiziere und aufspüre, so etwas in der Art? Genau. Wissen soll unsere Taten lenken. Und manche sind einfach besser darin, es zu sammeln. Danke, Basim. Ich erstatte Mentor Raihan Bericht. Mal sehen, was er sagt. Halm im Kornfeld. Werkzeug im Schuppen. Alles klar. Ja gut, das war anscheinend die Quest schon von hier. Gut. Ja, das, ja, gut. Dann gehen wir mal weiter. Ich bin mindestens genauso perplex wie ihr gerade. Suchen also nach mir. Nö, jetzt nicht mehr. So, na dann. Fällt auch gar nicht auf, wenn wir hier die ganze Zeit die Leute andutzen, ne? Ich wollte jetzt absichtlich mal hier hinlaufen, ne? Auch mal wieder, also einerseits ein bisschen Zeug klauen und auf der anderen Seite einfach auch mal ein bisschen die Stadt wieder begutachten und einfach mal ein bisschen anschauen, was es hier so Schönes gibt. Macht man ja auch meistens nicht sehr häufig. Basim,
Komm zu mir aufs Dach! Warum? فلتصحبك السلامة في رحلتك. Bassi, ich wusste, dass du es bist. Du bist nicht der Einzige mit Augen, die weit sehen. Sag mal, Tabit, du hast doch die Straßen mit Augen und Spitzeln bestückt. Das ist das Leben eines Rafik. Wo wären wir schon ohne mein Wissen? Wissen ist ein Werkzeug, eine Waffe. Es kann für Wohl oder Übel eingesetzt werden. Mhm. Und der Orden nutzt es eindeutig für Letzteres. Was hast du erfahren? Die Fäulnis reicht tief im Haus der Weisheit. Sie nutzen irgendein uraltes Buch, in der Hoffnung, ein teuflisches Gerät zu bauen. Ich habe Gerüchte über diese gotteslästerliche Apparatur gehört. Sie nennen sie ihr großes Werk. Der Orden experimentiert an Menschen. Bis zum Tod. Ich habe sie vorerst aufgehalten. Aber jemand namens Arrabisu hat im Haus der Weisheit die Fäden in der Hand. Hm. Irgendeine Ahnung, wer diese Person sein könnte? Ich habe den großen Gelehrten, Fasil Fahim, in Verdacht. Diesen gebrechlichen alten Mann? Das sagen die Hinweise, die ich gefunden habe. Mhm. Es könnte stimmen. Im Haus der Weisheit findet bald ein großes Symposium statt. Eine zwanglose Zusammenkunft Gelehrter mit einer Vorlesung, Leckereien und Gesprächen. Selbst die edle Arib wird dort sein. Geh und bespitzle diesen Fasil. Mit Bedacht. Doch ziehe deine Klinge nicht beim Symposion. Wir wollen uns noch nicht zu erkennen geben. Hm. Wenn Fasil aber schuldig und allein ist, dann schlag zu wie eine Natter. Aber du musst sicher sein. Bevor ich handle, werde ich das sein. Siehst du, Neji? Am Ende ist alles gut ausgegangen. Das Bruderschaftshaus stimmt zu, dass meine Talente besser für die Jagd geeignet sind, als fürs Töten. Du hast einen scharfen Verstand, Neji. Und je mehr du ihn schulst, desto besser funktioniert er. Danke, dass du mich auf den richtigen Weg gebracht hast, Bassim. Hier, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Mhm. Du, Ehrlichkeit ist immer am besten. Und es bringt gar nichts, wenn ich dir jetzt sage, wie gut du das doch gemacht hast und wie toll du doch töten kannst. Und dann gehst du auf deinen nächsten Auftrag und dann bringen sie dich einfach alle um. Weil du es halt nicht kannst an der Stelle. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Dann haben wir nicht nur nichts gewonnen, sondern wir haben sogar verloren. Dein Können wird mir sicher helfen. Das ist mein Angebot. Das ist nicht gut. So. Ein Blastpfeil. Was haben wir denn noch? Verlängert die Effektdauer? Nö. Wirkungsreichweite. Ja. Oh, das ist geil. Einerseits noch mehr Reichweite. Jetzt 20 Meter statt 13. Fast verdoppelt. Und trotzdem kriegen wir hier die zweifache... kriegen wir hier zwei mehr. Und das können wir jetzt hier überall machen. Verweildauer von Rauch? Oder mehr Reichweite? Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde mal die Dauer nach oben packen. Ja, hier würde ich tatsächlich die Entfernung machen. Und hier. Mehr Schaden? Ja, gerne.
gerne gerade bei den Großen hilft uns das sehr. Ja, nice. War's das? Komm, übelst gut. Ich stehe in eurer Schuld. Bis bald. Bis bald. Macht's gut. Wie cool. Da bin ich wieder. Willkommen. Hast du weitere Fragen? Nö, anscheinend nicht. Dankeschön. Das wäre erst einmal alles. Ich dachte, weil er extra so das Sprechsymbol da drüber hat, das, ne? Na, warte mal, ich fahre noch. Da bin ich wieder. Willkommen. Hast du weitere Fragen? Erzähl mir mehr über dich, Tabit. Ach, da gibt es nicht viel zu sagen. Ich mag Gedichte. Na komm, sei nicht so bescheiden. Wie du willst. Ich komme aus Ennubatu, einem trockenen Land südlich von Misr. Mein Vater schickte mich zum Islamstudium nach El-Kahira. Dort lernte ich mit brennender Gewissheit, richtig und falsch zu unterscheiden. Und die Verderbtheit in El-Kahira war sehr falsch. Wir begehrten auf. Eines Tages solltest du die ganze Geschichte erzählen. Gibt es noch etwas? Was kannst du mir... Ahmad und seine Brüder sind Söhne eines berühmten Sternenkundlers und überragender Mathematiker. Weshalb schloss er sich uns an? Die Banu... Was ist geschehen? Sie weigern sich, davon zu sprechen. Es gibt so viele. Gibt es noch etwas? Dankeschön. Mich verwirrt das, dass der immer noch dieses Sprechsymbol da drüber hat. Aber okay. Ich akzeptiere, dass ich da jetzt nicht mehr rausbekomme anscheinend. Dann eben nicht. So. Oh, hier, Busch zu essen. Cool. Unter den Künstlern befinden sich auch Lehrlinge. So, also diese Quest, ne, die Quest hier drüben, die will ich jetzt gerade echt nicht machen. Und jetzt hier nochmal ins Haus reingehen, ins Symposium reingehen und so, das will ich jetzt wirklich nie machen. Einfach weil ich jetzt eigentlich gleich ins Bett will. Dann würde ich doch einfach versuchen, dass wir hier unten diese Karolinger Münze uns mal holen. Machen wir halt diesen kleinen Auftrag noch. Das müsste unser letzter kleiner Auftrag sein, oder? Vom Auftragsbord. Das ist der gleich nochmal. Ich schau gleich nochmal. Müssen wir auf jeden Fall noch mehr Hinweise finden, ne? Das ist klar. Ja, das ist die letzte Aufgabe, zumindest aktuell, die wir jetzt erstmal da drin haben. Okay, cool. Hier können wir jetzt auch erstmal nicht mehr machen, weil das eine Buch ja in der runden Stadt erst drin ist. Ja, nee, gut, dann machen wir das so. Stiehl die Münze. Verschaffen wir uns einen Überblick. Sagst du? Einfach so sagst du fling. Ja, wo ist das? Ach, da. Da oben haben wir welche.
Leiche. Ja. Manchmal ist es recht schwer. Sachen zu finden, aber manchmal geht's. Mal gucken. Oh, boah, guckt euch das mal an. Hat er nicht getroffen? Weiß nicht, warum der erste nicht getroffen haben soll. Oh, das ist schon cool. Warum duldet der Kalif diese Mönche? Es gibt Dutzende Gründe, das Kloster zu schließen. Verstehe. Ich traue deinem Baum. Wenn ich dich finde. Los, Iki. So, dann machen wir das hier weg. Was haben wir hier? Ein Brief an den Abt. Lieber Abt, für deinen Dienst am Kalifat wurde dir ein Stück Land im Herzen unserer Stadt geschenkt, auf dem du dein Haus Gottes erbautest. Doch höre ich nun, dass deine Mönche auf den Straßen zum Trinken von Alkohol verleiten, was zu unangemessenem Verhalten führt. Sicherlich handelt es sich dabei um ein Missverständnis. Dennoch würde ich deine Mithilfe bei der Untersuchung dieser Gerüchte begrüßen. Muhammad ibn Abdallah ibn Tahir. Ja, das können sie gar nicht, ne? Dann nehmen sich US-Amerikaner und Muslime quasi gar nichts. Das darf man jetzt auch wieder nicht zu laut sagen, ne? Dass das Leute hören. Eieieiei. Aber es ist ja so. Die nehmen sich da beide nichts bei diesem Thema. Da unten haben wir noch so eine Truhe. Da hinten ist das Ding. Also erstens mal habe ich gar nicht geguckt, ob wir uns überhaupt nicht sehen dürfen. Aber trotzdem, also du bringst denjenigen um, der dich gesehen hat, und das zählt nicht als ungesehen. Also es ist schon ein bisschen albern.
Holt die Schurter! Ja, schnell weg hier. Gut, das verstehe ich. Der ist tot! Bück dich. Danke. Gott. Ich kenne solche Bodensteine. Unter großem Gewicht bewegen sie sich. Hier sind keine schweren Krüge mehr. Ich sollte woanders suchen. Ja, kann ich mir von oben holen. Zutaten für alkoholische Getränke. Ach, mein, ich vergesse immer die Kämme in letzter Zeit, ne? Entschuldigung. Miefender Mönchsmet. Honig, Zimt, Ingwer, Nelken, Tannenzapfen. Nonnenwonne. Engelwurz, Eisenkraut, Wacholder, Myrrhe, Safran, Thymian, Koriander, Vanille, Orangenschale, Honig, Muskatnuss. Abzacker. Zimt, Zitronenmelisse, getrocknetes Eisenkraut, Pfefferminz, Thymian, Arnika, Wurzel des Engelwurz, Kardamomsamen. Der letzte Schluck. Arsen, Schierling, Eisenhut, Absinth, Alraune, Bilsenkraut, Tollkirsche, Oleander. Ach du Scheibenhonig, das ist wirklich der letzte Schluck. Es können auch Pilze hinzugefügt werden. Ich empfehle Narrentrichter, Knollenblätterpilz, gelber Wulstling, Gifthäuptling und ohrförmiger Seitling. Mit Honigsüßen. Viel Honig! Wow! Also das letzte ist schon... Das letzte ist schon hart. Mörder! Zu Hilfe! Ich muss hier schnell weg. Ach, Quatsch. Oder kein Mörder. Von wegen Armutsgelübde. Hier würde ein gieriger Mann erblinden. Der Karolinger. Ich verstehe, warum Darwish diese Münze wollte. Mhm. So. Das ist ja aber nur die eine Wahrheit, die wir hier machen wollten. Wir wollen ja noch mehr. Da drüben ist noch was. Und da ist noch was. Moment, stehen bleiben!
So, was haben wir hier? Buchführung des Dekans. 5. Mai. Ein Fass nordischen Ales an Musa ibn Umar für 5 Dananir verkauft. 9. Mai. 2 Krüge Dattelsüßwein an das Teehaus der Philosophen für je 3. 11. Mai. 3 Fässer feinen Mets an Hassan den Mauran für je 10 Dananir verkauft. Sieht er mich? Nee. 21. Mai. Ein Fass sächsischen Biers an Harun Munim ibn Idris für 3 Dananir verkauft. Gesamtes Einkommen diesen Monat 14 Dananir, 30 Darachim. Alles klar. Ja. Neue Sachen. So. Da drüben war doch auch noch was. Wenn er es ist, hältst du es dann für weise, ihn herauszufordern? Ich bin es. Ja, ich bin's. Was wollt ihr tun, hä? Warum kann ich denn jetzt... Wollt ihr mich jetzt verarschen? Warum darf ich jetzt meine Messer nicht ausrüsten? Willst du mich verarschen? Ja, und schon ist alles weg. Alles weg? Ich werde gar nicht mehr gesucht. Wie einfach das doch ist. Nicht mehr gesucht zu werden. Schön. So, gut, dann Münze da Wish geben. Ich bin versucht, sie zu behalten. Doch ich könnte Darwish nie hintergehen. Nein, wir hintergehen da Wish hier überhaupt nicht. So. Gibt's neue Aufträge? Keine neuen Aufträge. Na, wunderbar. Dann haben wir's doch. Dann machen wir beim nächsten Mal hier drüben im Symposium weiter. Und müssen dann halt mal schauen, wo wir jetzt hier weiterkommen. Vielleicht finden wir da was. Mal sehen. Und dann gibt es ja sicherlich hier wieder noch 1, 2, 3 zusätzliche Sachen. Und dann wissen wir, wer das ist. Ja, sehr schön. Also, wir kommen gut voran. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut. Und Chiri. Ciao.